Einen schönen guten Tag. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von ITL Advision Spezial am heutigen Freitag, den 19.04. Wir halten heute eine Sprechstunde Steuerrecht ab und sind bereits vorab einige Fragen der Zuschauer zugeleitet worden, die wir heute beantworten werden. Und auch Ihnen bieten wir gerne an, dass Sie Ihre Fragen im Chat formulieren. Meine Kollegin Janine Peine und ich werden den Chat im Auge behalten und die Fragen dann an unseren heutigen Referenten weitergeben, der Ihre Fragen entweder live oder auch im Nachgang der Veranstaltung gerne beantworten wird. So machen wir das genau. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind zu unserer Sprechstunde Steuerrecht. Alles rund um die Einkommensteuererklärung 2023. Da werden wir hineinschauen. Katrin Bayer hat es gerade schon gesagt. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie gerne in den F&E-Bereich. Den behalten wir im Auge, den können wir sehen. Und dann können wir unseren Kollegen gleich die Frage live zuschalten. Ja, und der Kollege, der uns jetzt in die Einkommensteuer 2023 auch und auch einen Ausblick in 2024 mitnehmen wird, ist der Steuerberater Stefan Barsch, den ich jetzt hier bei uns begrüße, aus dem Team von ETL Advision aus der Berliner Zentrale. Stefan, ich freue mich, dass du dabei bist und Hallo. dich heute unseren Fragenkreuzfeuer stellen wirst. Ich freue mich auch. Ich freue mich. Danke für die Einladung und ich freue mich auf Ihre Fragen. Löchern Sie mich. Stefan, ich glaube, du müsstest deine Kamera noch einschalten. Ach, ist die nicht an? Echt, Wir ich sehe sehen ihn. dich. Wir sehen dich im Moment noch nicht, also ich noch nicht. Also Aber ich schon. ich Stefan, fange fang einfach mal an. mal an. Wir hatten es eben im Vorgespräch schon mal kurz angedeutet. Wann muss die Einkommensteuererklärung 23 abgegeben werden? Die Steuererklärung 23 muss abgegeben werden. Das ist wieder abhängig davon, ob ich einen Steuerberater habe oder ob ich die Steuererklärung selbst mache. Wenn ich sie selbst mache, muss ich am 31. Juli abgeben, diesen Jahres, also die 23er-Erklärung bis zum 31. Juli diesen Jahres. Aber weil es ein Wochenende ist, verschiebt sich das auf den 2. September. Habe ich 31. Juli gesagt? Ich meine natürlich 31.8. Sorry. Also die Steuererklärung, die ich selbst machen muss, muss ich bis 31.8. abgegeben haben. Und weil es ein Wochenende ist, verschiebt sich das auf den 2.9. Wenn ich es über einen Steuerberater mache, dann hat man noch mal länger Zeit und dann verschiebt sich das auf den 2.6.25. Also ich muss die 2023er Erklärung, wenn ich es mit dem Steuerberater mache, bis zum 2.6.25 abgegeben haben. Ansonsten bis zum Ende des Sommers diesen Jahres, 31. August. Gut, jetzt sollte aber nicht so lange gewartet werden, bis man seine Unterlagen zusammenstellt und vor allen Dingen auch nicht so spät dem Steuerberater die Unterlagen übergeben. Denn wir müssen natürlich bedenken, der Steuerberater erstellt nicht nur eine Steuererklärung, sondern ganz, ganz, ganz viele. Und deswegen ist ja auch die verlängerte Abgabefrist, um dort mehr Planungssicherheit für die Steuerkanzleien zu haben. Stefan, wie ist das denn? Muss man denn überhaupt eine Steuererklärung abgeben? Da gibt es immer so ganz unterschiedliche Aussagen, die im Umlauf sind. Ja, das ist immer verrückt. Also es gibt bestimmte Konstellationen, da muss man eine Steuererklärung abgeben. Wenn der eine Steuerklasse 3 hat und der Ehepartner Steuerklasse 5, dann muss man abgeben. Wenn man Kurzarbeitergeld gekriegt hat, muss man abgeben. Wenn man bestimmte Größenklassen erfüllt, muss man abgeben. Wenn man einen Lohnsteuerfreibetrag auf der Lohnsteuerkarte hat, muss man abgeben. Wenn man jetzt angestellt wäre, dann muss man abgeben. Die Frage ist, sollte man abgeben, wenn man nicht muss? Das ist immer die große Frage. Das Statistische Bundesamt hat Zahlen dafür rausgebracht. Und die Zahlen beziehen sich allerdings auf 2019, weil die immer 4 Jahre warten. Und da war es so, dass 26,5 Millionen Leute gearbeitet haben und Steuern bezahlt haben, 26,5 Millionen. Davon haben 14,4 Millionen eine Steuererklärung abgegeben, also 14,4 Millionen von den 26,5 Millionen und 12,7 Millionen davon haben eine Erstattung gekriegt. Also von den 14,4 Millionen, die eine Erklärung abgegeben haben, haben 12,7 Millionen eine Erstattung gekriegt. Und die durchschnittliche Erstattung waren 1095 Euro. Ah, wenn man die Zahlen so sieht, spricht vieles dafür, eine Erklärung abzugeben. Ich würde Also die eine Erklärung Wahrscheinlichkeit abgeben. recht hoch, ne? Genau, dass es Genau, da relativ vielleicht hoch, auch ja, genau. zugunsten ist. Ich würde Ja. eine abgeben. Ja, vielen Dank. Wir hatten im Vorfeld, wurde uns eine Frage zugeleitet, ob das Gerücht stimmt, einmal Steuererklärung, immer Steuererklärung. Ja, ist auch immer so ein Gerücht. Man darf eine Sache nicht vergessen. Die Finanzämter haben genauso wie wir alle Personalprobleme. Und die Finanzämter
werden nicht Sachen machen, die die nicht machen müssen. Das heißt, sie gucken schon so ein bisschen, muss er wirklich eine Steuererklärung abgeben oder muss er keine Steuererklärung abgeben? Und wenn er keine muss, dann werden die den nicht da gängeln, dass er die Steuererklärung abgibt. Oder wenn er einmal eine Erklärung abgegeben hat und das freiwillig gemacht hat und nächstes Jahr keine abgeben würde, dann wird das Finanzamt in der Regel, würde ich fest von ausgehen, nicht auf einen zukommen. Einfach weil die haben genug andere Sachen zu tun. Es ist ja Steuererklärung auch immer so ein Thema, da hat ja niemand so richtig Lust drauf oder die wenigsten besser gesagt. Ja. Das ist, da beschäftigt man sich nicht so gerne mit. Wir haben gerade im Vorfeld auch drüber gesprochen, Wochenende soll schlechtes Wetter werden. Das wäre vielleicht mal die Gelegenheit. Ja, gibt ja immer viele andere Sachen, die man dann doch lieber machen möchte. Ist es denn ratsam, die Steuererklärung selber zu machen oder ab wann würde es eigentlich Sinn machen, das doch an einen Steuerberater zu geben? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich habe ja theoretisch, soll ich die selbst machen? Das ist erstmal die Sache. Oder so. Ich habe vier Möglichkeiten, eine Steuererklärung irgendwie dem Finanzamt zukommen zu lassen. Ich mache es über einen Steuerberater. Ich mache es über so einen Lohnsteuerhilfeverein. Das ist ein Verein, da muss man Mitglied sein und man muss bestimmte Kriterien erfüllen. Also man kann nicht selbstständig sein zum Beispiel. Oder man kauft sich ein Programm, meinetwegen von Wieso, von dieser Sendung im ZDF oder von Aldi oder Taxman. Da gibt es unheimlich viele Anbieter. Oder man macht es selbst wirklich. Man geht zum Finanzamt, holt sich die Papierformulare, wenn man keine selbstständigen Tätigkeiten hat, und da füllt man das aus und schickt das hin zum Finanzamt. Also diese vier Möglichkeiten hat man. In der Regel ist es so, die Mandanten haben keine Lust, eine Steuererklärung selbst zu machen. Also das ist eigentlich immer das Kriterium. Warum sind die Leute gekommen? Weil sie keine Lust haben. Und ich glaube, die wenigsten Leute haben Lust dazu, die Steuererklärung zu machen. Es ist keine Raketenwissenschaft, also man kann sich damit auch selbst beschäftigen, aber es ist ein bisschen zeitaufwendig. Und ich glaube, ich würde empfehlen, wenn ich höhere Einnahmen hätte oder ein höheres Vermögen hätte, immer zum Steuerberater zu gehen, das zu machen. Wann ist auf jeden Fall das wichtig, zum Steuerberater zu gehen? Meiner Meinung nach, wenn man höheres Vermögen hat, auf jeden Fall. Sagen wir, ich habe 1 Million mit einer Immobilie zusammen, vielleicht nur ein Kind oder sowas, dann würde ich immer zum Steuerberater gehen und mich einfach mal informieren, wie sieht das überhaupt aus? Wie sieht das aus? Soll ich vielleicht später mal was schenken an meine Kinder? Also ich würde gar nicht nur die Einkommensteuer als wichtiges Thema, sondern auch andere Themen wie Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer und sowas als super wichtig erachten. Also ein bisschen höheres Vermögen, dann würde ich immer hingehen zum Finanzamt. Jetzt sagen natürlich alle, oh, 1 Million habe ich nicht. Sobald sie eine Immobilie haben, die sind heutzutage relativ viel Geld wert. Dürfen Sie nicht unterschätzen. Da sind sie vielleicht relativ schnell bei 1 Million. Also unterschätzen Sie das nicht. Ich würde immer zum Steuerberater gehen als Fazit. Ich habe eben ein Wort herausgenommen, zeitaufwendig. Zeitaufwendig ist ja auch dieses ganze Belege sammeln. Ja. Hast du da einen Tipp für unsere Zuhörerinnen? Ja, wie kann man das sich so einfach wie möglich gestalten? Alles in Schuhkarton sammeln über ein Jahr oder vielleicht von Anfang an digitale Lösungen, um es auch dem Steuerberater vielleicht einfacher zu machen? Ja, genau, dieses Digitale ist natürlich schön. Also da gibt es von vielen Programmen schon bestimmte Möglichkeiten, so Apps, die man haben kann. Kann man mit dem Handy aufs Handy laden und dann würde man theoretisch, wenn man irgendwo ein Buch, ein Fachbuch einkauft, meinetwegen, die Rechnung abfotografieren und man hätte sie schon digital. Die jungen Leute machen das, gar keine Frage. Ich weiß auch nicht genau, wo die Grenze ist. Irgendwann hört es auf, da haben die keine richtige Lust mehr, das digital zu machen. Und dann würde ich vorschlagen, das in irgendeiner Schublade zu sammeln, notfalls. Oder im Schuhkarton notfalls zu sammeln. Oder ich mache es meinetwegen so, dass ich, wenn ich nicht so viel Belege habe, das in so einer Klarsichtfolie sammle, dass wenn ich irgendwie was kaufe, ein Fachbuch oder sowas, dann kriege ich die Rechnung, dann tue ich das in diese Klarsichtfolie, weil ich am Anfang des nächsten Jahres, dann nehme ich mir diese Klarsichtfolie raus und dann gucke ich erstmal, was da überhaupt gewesen ist. Man vergisst unheimlich viel Dinge, die man gemacht hat. Das ist so, viele denken immer, das weiß ich doch, was ich gekauft habe. Nach ein paar Monaten wissen sie das nicht mehr. Das ist einfach so. Es ist einfach weg. Und dann gehe ich diese Belege durch in Papierform, die ich noch mache. Und dann denke ich immer, ach ja, das war ja auch und das war ja auch. Einfach dieses Vergessen, dem entgegenzukommen, wie gesagt, würde ich es notfalls in Papierform, so einer Klarsichtfolie oder einer Schublade aufbewahren. Oder noch schöner wäre es wirklich digital, das zu machen mit so einer App, die man sich runterladen kann. Also über Elster machen, Elster, da gibt es Mein Elster Plus, da kann man diese App nehmen und dann fotografiert man das ab und ma macht die Erklärung über Elster oder man macht es halt über den
Steuerberater, den man hat, der hat ein Programm in der Regel, was er Ihnen zur Verfügung stellen kann, worüber Sie dann diese Belege digital einscannen können. Das wäre am charmantesten. Schließt sich mir doch erstmal die Frage an. Du sagst, du sammelst die Belege, dann guckst du sie durch. Wonach sortierst du denn dann? Welche Belege sind denn die, die wirklich für die Steuererklärung dann wichtig sind? Kannst du das mal Ja, zusammenfassen? das ist auch mal das Schwierige. Es ist auch mal das, was die Mandanten dann fragen: Was soll ich denn aufheben? Man hat immer das Gefühl, man vergisst irgendwelche wichtigen Dinge. Das ist natürlich so, gar keine Frage. Man hat das Gefühl, ich habe den Mandanten dann immer gesagt: Ah, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, lieber eine Sache zu viel als eine Sache zu wenig, weil der Steuerberater weiß die Sachen nicht, die sie haben, die sie nicht eingereicht haben. Er weiß nur die Sachen, die sie eingereicht haben. Und dann lieber eine Sache nehmen und dann mit einreichen und dann kann er sich das angucken und kann sagen, ach nee, das kann man gar nicht ansetzen, ist irgendwas Privates, das geht nicht. Also lieber eine Sache zu viel als eine Sache zu wenig einreichen. Und dann ist man eher auf der sicheren Seite. Gar keine Frage. Genauso halt, wie gesagt, dann lieber eine Sache zu viel einscannen als eine Sache zu wenig. Aber nicht jeden Einkauf, den ich habe bei Aldi oder Lidl oder sowas, immer einscannen und sagen, oder der Steuerberater soll sich das raussuchen, was er haben will. Dann habe ich nachher 365 Belege, wenn ich jeden Tag einkaufen gehe und dann werde ich zugeschüttet als Steuerberater. Das geht natürlich auch nicht. Also es muss immer schon mit irgendwelchen steuerpflichtigen Tätigkeiten zusammenhängen. Also wenn ich selbstständig bin, muss es eine Betriebsausgabe sein, also mit meinem Betrieb zusammenhängen. Wenn ich angestellt bin, muss es mit meiner Anstellung irgendwie im weiteren Sinne zusammenhängen. Diejenigen, die jetzt ihre Steuererklärung machen oder ihren Steuerberater tatsächlich vorab ja gut informieren wollen, welche Unterlagen sind denn da mit der Steuererklärung an das Finanzamt überhaupt zu schicken? Was ist denn da wichtig? Wie kann ich es unterscheiden, was wichtig und was unwichtig ist? Ja, das ist auch immer die schwierige Frage. Was immer wichtig ist, ist, wenn man Einkünfte hat bei Banken, dann gibt es immer einmal im Jahr so eine Steuerbescheinigung. Diese Steuerbescheinigung ist wichtig. Die ist auch dem Finanzamt wichtig. Die muss immer ausgedruckt werden, dann dem Finanzamt auch eingereicht werden. Also die Steuerbescheinigung ist super wichtig. Eine Spendenbescheinigung ist super wichtig. Wenn ich irgendwelche Kosten produziert habe, die mit meinen Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit, also ich habe eine eigene Praxis, damit zusammenhängen. Oder ich bin angestellt und habe irgendwie ein Fachbuch gekauft oder sowas. Um diese Ausgaben nachzuweisen, da muss man immer irgendwie einen Zettel haben, einen Beleg haben, eine Rechnung haben, irgendwas haben, um diese Ausgabe dem Finanzamt nachzuweisen. Und diesen Beleg muss man unbedingt auch behalten. Das ist wichtig. Also immer irgendwie so ein Beweismittel für diese Ausgabe, die man gemacht hat. Das ist wichtig. Wenn man Handwerkerrechnung hat, das ist auch wichtig. Für den Privatbereich kann man Handwerkerrechnung noch zusätzlich steuerlich geltend machen. Da muss man die Rechnung auch haben. Das ist auch wichtig, die Rechnung. Also eigentlich ist die Rechnung immer das Allerwichtigste. Man muss irgendwie einen Nachweis haben für irgendwas, was man hat und da zusätzlich noch die Steuerbescheinigung für die Banken, von den Banken und die Spendenbescheinigung, wenn man eine Spende gemacht hat. Vielen Dank, Stefan. Aus den Steuerkanzleien kenne ich es, als ich als Fachangestellte Buchhaltung bearbeitet habe, hieß es ja mal, keine Buchung ohne Beleg. Ich glaube, das Ja. klingt ja für die Steuererklärung eigentlich auch genauso, ne? Ansatz der Ja. Steuererklärung nur, wenn ein entsprechender Beleg da ist und der muss dann halt aufgehoben werden. Wir wollen Genau. gleich mal etwas tiefer in die verschiedenen Einkunftsarten, auch in die verschiedenen Kostenarten, die es gibt, hineinschauen. Aber ehe wir das machen, würde ich ganz gern von dir nochmal wissen, inwieweit denn die Steuerklassen oder die Steuerklassenwahl wichtig ist und welche Auswirkungen das auf die Einkommensteuererklärung hat. Ja, das ist auch so ein Standardthema. Also, wenn die Mandanten kommen, es geht oft ums Auto. Wie kann ich das Auto steuerlich geltend machen und die Steuerklassen? Mein Freund hat gesagt, ich soll das und das machen. Steuerklassen, es gibt sechs Steuerklassen, sechs verschiedene Steuerklassen, die immer abhängig davon sind, was für Konstellationen sind. Bin ich verheiratet, nicht verheiratet? Bin ich alleine, habe ein Kind oder arbeite ich vielleicht noch habe einen zweiten Job oder einen dritten Job? Dann kriege ich jeweils immer eine bestimmte Steuerklasse. Fraglich sind immer diese Steuerklassen 3 und 5 sind, wenn ich verheiratet bin, 3 und 5 und 4 und 4. Das sind immer diese beiden Konstellationen, die Sie haben, wenn Sie verheiratet sind. Und da geht es eigentlich auch immer am meisten drum, um diese Steuerklassen. Soll ich 3 und 5 nehmen? Also einer hat 3, der Ehepartner hat 5. Oder alternativ, der eine hat die Steuerklasse 4 und der andere hat auch die Steuerklasse 4. Das ist immer die große Frage. Was man nicht vergessen darf, ist, wenn man die Steuerklasse 3 und 5 hat, muss man eine Steuererklärung abgeben. Und die Steuererklärung am Ende des Jahres, die man abgibt, sorgt immer dafür, egal welche Steuerklasse man hat, dass immer alles gleichgezogen wird. Das heißt, die Steuerklassen
sind eigentlich ziemlich egal. Wenn man eine Steuererklärung abgibt, sind die völlig egal, die Steuerklassen. Die einzige Konsequenz ist, die man hat, wenn man eine Steuerklasse hat, 3 und 5 zum Beispiel oder 4 und 4, ist, dass man bei 3 und 5 zum Beispiel in den einzelnen Monaten ein bisschen mehr Geld rauskriegt. Aber wenn man die Steuererklärung dann abgibt, gegebenenfalls was nachzahlen muss. Im Saldo wieder ist eine bestimmte Zahl, die genauso hoch ist wie bei allen anderen Steuerklassen auch. Wenn ich 4 und 4 habe, habe ich im laufenden Monat ein bisschen weniger raus. Also habe ich höhere Abzüge, höhere Steuern, die abgezogen werden, kriege ich ein bisschen weniger Geld raus, aber kriege am Ende des Jahres, wenn ich eine Steuererklärung abgebe, vielleicht sogar Geld wieder. Ist psychologisch manchmal ein bisschen schöner. Ich hatte jemandem dann immer geraten, mach 4 und 4, weil dann hast du vielleicht ein bisschen weniger, bist ein bisschen diszipliniert mit deinen Ausgaben, kriegst aber Geld wieder am Ende des Jahres, in der Regel vom Finanzamt. Und das kannst du dann nehmen für irgendwie was Schönes. Ist so ein psychologisch ein bisschen schöner, als was nachzahlen so ein bisschen. Diese Steuern nachzahlen, das ist immer so, ach, das mag keiner so richtig gerne. Was ist denn aus den Plänen der Bundesregierung geworden? Das ist ja mal durch die Presse gegeistert. Die Steuerklassen Ja. 3 und 5 sollen abgeschafft werden. Da gab es einen Aufschrei durch die Republik. Ist das vom Tisch? Also es war so, das ist immer ganz spannend, wenn Regierungen anfangen zu arbeiten, Koalition bilden, dann gibt es immer Koalitionsvereinbarungen. Das heißt so Absichtserklärungen, da versuchen die auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und das versuchen sie dann in so einer Vereinbarung, Koalitionsvereinbarung niederzuschreiben. Und da steht halt drin, dass die Steuerklasse 3 und 5 abgeschafft werden soll. Weiß ich auch nicht so. Wenn man, wie gesagt, wir haben ja gerade festgestellt, egal welche Steuerklasse man hat, die Steuerbelastung am Ende des Jahres, wenn man eine Steuererklärung abgibt, ist immer die gleiche. Das heißt, dieses 3 und 5 ist jetzt nicht so, dass es einen schlechter behandelt als 4 und 4. Aber die Argumentation ist immer bei 3 und 5. In der Regel hat der mehr verdient Steuerklasse 3 und der weniger verdient Steuerklasse 5. Also der hat ein bisschen mehr Abzüge und dann fühlt er sich irgendwie nicht ganz so wohl, weil er so viele Abzüge hat, kommt immer weniger Geld bei raus am Ende des Monats. Aber wir haben ja gesagt, in der Summe ist es dann ganz egal. Und das ist vielleicht der einzige Grund, dieses Psychologische einfach, dass man sagt, okay, 5 sind die Abzüge höher. In der Regel ist es die Ehefrau heutzutage wohl immer noch, die 5 hat und da sind die Abzüge einfach höher. Alternativ wollen die dann einführen, Steuerklasse 4 mit Faktor, so heißt das dann, wo man versucht, so ein bisschen dieses sogenannte Ehegattensplitting, darum geht es eigentlich in der Regel immer, Ehegattensplitting, das heißt, wenn man verheiratet ist, hat man steuerlichen Vorteil, als wenn man nicht verheiratet ist. Man zahlt ein bisschen weniger Steuern, wenn man verheiratet ist, als wenn man nicht verheiratet ist. Und das versucht man, diesen Vorteil, man ist verheiratet, versucht man dann über diese Steuerklassen 4 mit Faktor wieder wettzumachen. Bisher gibt es das auch schon, Steuerklasse 4 mit Faktor, nimmt aber kein Mensch. Ist, glaube ich, so absolute Fehlplanung gewesen. Und man versucht jetzt irgendwie das wieder so ein bisschen dann zum Leben zu erwecken, dieses 4 mit Faktor. Also ich weiß nicht, ob das kommen wird und nicht kommen. Ich glaube, der Schrei einfach von der Außenwelt war immer, die hatten Angst, dass dieser Vorteil für die Ehegatten wegfällt. Also dieses Ehegattensplitting, das wollen die ja vielleicht in so ein Familiensplitting überführen. Das ist das Große. Wenn man sagt, okay, die Leute werden genauso besteuert, die verheiratet sind und nicht verheiratet sind und die Ehegatten haben einen Nachteil, das ist schon ein gravierender Nachteil, der ein paar tausend Euro im Jahr ausmachen kann, wenn das gestrichen werden sollte. Aber es ist nichts in der Pipeline bisher. Man muss gucken, was da passiert. Vielen Dank, Stefan. Es gibt gerade eine Meldung bei uns im F&A-Bereich, die möchte ich ganz gerne auch aufgreifen, weil das nämlich auch ein sehr wichtiger Hinweis ist, wann denn die Steuerklassenwahl vielleicht doch eine finanzielle Auswirkung haben kann, nämlich dann, wenn es um die sogenannten Lohnersatzleistungen geht. Das Ja, das Stichwort ist stimmt, jetzt ja. Elterngeld genannt, das sich ja nach dem Nettoentgelt der letzten Monate bemisst und es dort dann durchaus Sinn macht, die Steuerklassenwahl geschickt für sich zu nutzen. Hier sollte man darauf achten, das rechtzeitig zu machen. Ja, guter Hinweis, Entschuldigung, ja. dass man schaut, in welchen Zeitraum das dann fällt. Also vielen Dank für die Teilnehmer, an die Teilnehmerin für den Hinweis. Haben Sie vollkommen recht mit. Ja, genau. Da haben Sie völlig recht. Also es gibt Konstellationen, wo es dann vorteilhaft ist, wenn man ein höheres Nettogehalt hat, weil dieses Geld, was man dann kriegt, Elterngeld zum Beispiel, dann höher bemessen wird. Gar keine Frage, ja. Das sind diese Konstellationen. Aber sonst, wenn man die normalen Fälle hat, ist es ganz egal, welche Steuerklasse man hat.
Ja, dann wollen wir mal etwas tiefer in die Einkommensteuer überhaupt steigen. Die Einkommensteuererklärung 2023, einige sind vielleicht schon dabei, die zu erstellen. Andere haben vielleicht den Berg Unterlagen noch vor sich liegen und freuen sich aufs Wochenende jetzt mit Regen. Und Stefan, vielleicht magst du mal zusammenfassen, was ist denn an Kosten? Welche Kosten müsste ich denn wirklich berücksichtigen? Gibt es da eine Gruppierung, wo man sagen kann, das sind so Bereiche, wo Belege interessant wären? Ja, ganz grob kann man sagen, dass es die fünf Bereiche gibt, wo man Kosten in der Einkommensteuererklärung ansetzen könnte. Also fünf Bereiche, ganz grob. Der erste Bereich ist alles, was mit seiner beruflichen Tätigkeit zu tun hat. Das heißt, ich bin angestellt, also meinetwegen alles, was mit der Anstellung zu tun hat, oder ich bin selbstständig, alles, was mit der selbstständigen Tätigkeit zu tun hat. Das zweite sind Versicherungen, Rentenversicherung, Krankenversicherung, vielleicht auch Haftpflichtversicherung, solche Sachen. In der Regel werden andere Versicherungen steuerlich nicht mehr geltend gemacht werden können, weil die Krankenversicherung, da gibt es bestimmte Beträge, die angesetzt werden können, und die werden in der Regel durch die Krankenversicherung schon abgegolten. Aber Versicherung ist einer von diesen großen Teilen. Handwerker, Rechnung ist einer von diesen Posten, und zwar Handwerkerrechnungen, die den privaten Bereich betreffen. Darum geht es nur. Was den Praxisbereich betrifft, das wird sowieso als Betriebsausgabe angesetzt. Oder wenn ich Vermietungstätigkeit habe, wird es über die Vermietungstätigkeit angesetzt. Hier geht es nur um die Handwerker, die im privaten Bereich was machen. Was kann noch gemacht werden? Krankheitskosten. Wenn ich Krankheitskosten habe, kann ich die auch sammeln, und die kann ich als sogenannte außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend machen. Allerdings muss ich eine bestimmte übliche Belastung überschreiten. Da ist es so, dass es wird ja dadurch, dass Krankheitskosten angesetzt werden können, dafür gesorgt, dass man weniger Steuern bezahlt, und da werden die Steuern vergesellschaftet, so heißt das irgendwie, oder die Ausgaben werden vergesellschaftet. Und darum muss man bestimmte Vorschriften oder bestimmte Grenzen überschreiten, dass es wirklich außergewöhnliche Belastungen sind. Das kann ich ansetzen, und ich kann noch ansetzen, so Kinder, Spenden und sonst was, solche Ausgaben. Und genau, was ich gerade noch... Genau, Handwerker hatte ich, Versicherung hatte ich, Haushalt hatte ich, genau, und Kinder. Genau, diese fünf Bereiche kann ich ansetzen. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir noch, wir hatten noch eine Frage vorab, die uns zugeleitet worden ist. Da geht es um die klassischen Werbungskosten eines Arbeitnehmers. Kannst du dazu mal was sagen? Ja, genau. Es ist so, dass ab 2023 gibt es immer einen bestimmten, oder es gab schon immer einen Freibetrag, aber ab 2023 ist dieser Freibetrag erhöht worden. Arbeitnehmerpauschbetrag, der ist 1230 Euro hoch. Das heißt, wenn ich Ausgaben habe, wenn ich die in der Summe habe, die habe ich jetzt gesammelt in meiner Klarsichtfolie, meinetwegen, die Ausgaben. Und wenn ich am Anfang des nächsten Jahres dann merke, ich bin unter diesen 1230 Euro, dann bringt das nichts, irgendwie was anzusetzen. Das heißt, ich habe meinetwegen drei Fachbücher vielleicht gekauft, habe 500 Euro ausgegeben, wenn ich ganz teure Bücher gekauft habe, bin mit 500 Euro unter diesen 1230 Euro. Das heißt, da kann die Pauschale angesetzt werden, alles ist gut. Spannend ist es erst, wenn man über diesen 1230 Euro ist, also über diese Pauschale. Das heißt, ich habe meinetwegen, ich habe die Fahrtkosten zur Arbeit, wenn ich angestellt bin. Ich kann die Fahrtkosten ansetzen. Vielleicht habe ich ein Homeoffice, kann ich die Homeoffice-Kosten ansetzen. Ich habe mir Fachbücher gekauft. Ich bin als Steuerberater zum Beispiel Kammermitglied, ich habe die Kammerkosten, die kann ich ansetzen. Ich bin Verbandsmitglied, die Verbandskosten kann ich ansetzen. Ich habe irgendwelche Zeitschriften, die ich noch zusätzlich abonniert habe, die kann ich ansetzen. Ich kann alles ansetzen, was mit dieser Arbeit zu tun hat, im weiteren Sinne. Und wenn man sich da unsicher ist, dann muss man, wie gesagt, wenn man es über einen Steuerberater macht, einfach dem Steuerberater lieber einen Beleg zu viel als einen zu wenig ansetzen. Ich kann PC-Kosten ansetzen, vielleicht nicht zu 100%, aber teilweise kann ich es ansetzen. Wenn ich ein iPad gekauft habe, kann ich die Kosten teilweise ansetzen. Wenn ich ein Smartphone gekauft habe, kann ich die Kosten ansetzen, wenn ich kein Firmenhandy bekommen habe. Also man kann schon relativ viel ansetzen, was im weiteren Sinn einfach mit dieser Arbeit zu tun hat. Und da muss man kurz mal in sich gehen und überlegen. Ist ja doch ganz schön viel und manchmal auch ganz schön unübersichtlich. Ich sag mal, so gängige Programme, wenn man seine Steuererklärung selber machen möchte, die haben ja auch mal so einen Interview-Modus, wo Ja. dann all das auch abgefragt wird, damit man nichts vergisst. Und der Steuerberater ja macht das quasi ja ähnlich. Der fragt ja auch nochmal gezielt nochmal nach, wenn er Genau. sagt, in der Berufsgruppe ist jetzt typischerweise diese oder jene Art von Kosten mit dabei.
Ich würde ganz gerne auf die Pauschalen nochmal eingehen. Du hast ja gesagt, der Werbungskostenpauschbetrag, dass der ja nun berücksichtigt werden kann, wenn man weniger tatsächliche Kosten hat. Was ist denn mit der Homeoffice-Pauschale, die ja während der Pandemie eingeführt wurde? Wie ist denn da der aktuelle Stand? Gibt es die noch? Kann man die noch berücksichtigen, wenn man Ja, jetzt das im ist schön, Homeoffice tätig das ist? haben wir weitergeführt, weil durch Corona hat sich ja viel geändert in der Arbeitswelt. Dieses Homeoffice wird, glaube ich, also wie gesagt, ich glaube, das ist schon relativ intensiv genutzt von den Angestellten. Und diese Homeoffice-Pauschale kann man weiterhin nutzen. Das haben sie sogar erweitert. Man kann 6 € am Tag ansetzen für 210 Tage. Das sind 6 mal 210 sind 1260 €. Die man als Homeoffice-Pauschale ansetzen kann. Das ist schon relativ charmant. Wir haben ja vorhin gesagt, normale Pauschale für Arbeitnehmer 1230 €. Die Homeoffice-Pauschale ist jetzt 1260 €. Also das ist schon eine ganz charmante Sache. Die sollte man dann auch mal wirklich in seiner Steuererklärung ansetzen. Und dann wäre Vorausgesetzt, man das, ist zu wenn man das 100% machen. im Homeoffice, ne? 210 Tage ist ja eine ganz schöne Menge. Das heißt, dann Ist komme ich ja gar nicht mehr raus eigentlich aus meinem Arbeitszimmer. genau, ja, genau. Das ist die Sache, nicht? Da muss man irgendwie gucken, so nicht. Aber auch wenn man weniger hat, was weiß ich, wenn man 100 Tage im Homeoffice war, dann macht man 100 Tage mal 6 € sind 600 €, die man da schon hat als Homeoffice-Pauschale. Muss man gucken, dass man ein bisschen anders hat, damit man über diese 1230 € Pauschale, die sowieso angesetzt werden, ohne dass man was macht, drüber hinwegkommt. Man erspart sich dann an dieser Stelle das Belege sammeln fürs Arbeitszimmer, ne? Denn diese 6 € pro Tag, die werden ja einfach pauschal berücksichtigt, ohne dass ich Grundriss, geschlossenes Arbeitszimmer und so weiter irgendwie nachweisen muss, ne? Genau. Das war in der Vergangenheit einfach immer das Problem, diese ganzen Sachen nachweisen, die Ausgaben nachweisen. Das haben die versucht zu erweitern, zu erleichtern mit dieser Homeoffice-Pauschale. Genauso mit dem Arbeitszimmer. Wenn man ein Arbeitszimmer hat, kann man auch pauschal 1260 € ansetzen und muss nichts mehr nachweisen im Einzelnen. Also das ist schon so ein bisschen vereinfacht. Bürokratieabbaugesetz. Vielleicht ist es da mal so ein bisschen, hat es da mal ein bisschen funktioniert, wenn es auch woanders nicht funktioniert, aber da funktioniert es vielleicht ein bisschen. Na, das wäre doch mal erfreulich. Ich Ja. habe eben die Öhrchen gespitzt beim Thema Handwerkerkosten. Handwerkgruppe, Handwerker. Handwerkerkosten als haushaltsnahe Dienstleistung. Was ist denn da zu beachten? Erstmal, der Bundesrechnungshof hat mal, ich glaube, vor 10 Jahren irgendwie gesagt, dass die teuerste Steuersubvention, die der Steuerpflicht, das Finanzamt oder der Staat dem Steuerpflichtigen zur Verfügung stellt, die teuerste Steuersubvention. Irgendwann werden die das abschaffen, würde ich vermuten. Hat er jetzt irgendwie auch was gelesen heute Morgen im Handelsblatt? Da hat auch jemand gefordert, dass es abgeschafft wird. Weiß ich nicht genau. Also da glaube ich mal, dass es abgeschafft wird. Im Augenblick ist es eine super schöne Sache, weil sie von diesen Handwerkerrechnungen, die Handwerkerrechnungen, die im Privatbereich passieren, das ist das Wichtige, ist Privatbereich. Das muss auf dem Grundstück oder in der Wohnung passieren. Da habe ich meinetwegen einen Handwerker, der malt meine Wohnung, will 5.000 € davon haben. Und dann kann ich auf die Arbeitsleistung, die ich in der Rechnung habe, Arbeitsleistung, nicht das Material, sondern nur die Arbeitsleistung, kann ich 20% davon in der Steuererklärung ansetzen und das kriege ich richtig wieder. Das ist bares Geld. 20% sind bares Geld. Im Angenommen, ich habe 5.000 €, davon sind 4.000 € Material, 20% davon sind 800 €, die ich richtig Cash als Kohle über die Steuererklärung wiederbekomme. Voraussetzung ist, ich darf es nicht bar bezahlen, ich muss es überweisen. Es war damals um die Idee, dass damit die Schwarzarbeit von den Handwerkern beseitigt werden sollte. Es darf nicht irgendwie was Neues sein, was der Handwerker macht. Das heißt, wenn der neues Haus baut, für mich kann ich jetzt keine Kosten absetzen, sondern ich kann nur bei was Bestehendem das machen. Also der Maler malt, das Parkett wird abgeschliffen, im Garten wird die Gartenarbeit gemacht, solche Sachen kann ich ansetzen. Es wird ums Haus rum der Winterdienst gemacht oder es wird sauber gemacht. Wenn ich allerdings zum Beispiel einen Sessel habe, den ich neu polstern will und die nehmen den Sessel und bringen ihn dann in die Polsterei und polstern die neu, bringen ihn zurück, dann kann ich das nicht ansetzen, sondern ich kann nur die Sachen ansetzen, die wirklich bei mir auf dem Grundstück privat gemacht werden. Polsterei wäre dann außerhalb, kann ich nicht ansetzen. Straßenbaubeiträge war auch mal so ein großes Thema in der Vergangenheit, kann ich auch nicht ansetzen über die Handwerkerrechnung. Aber sonst ist es eine charmante Sache. Gucken Sie immer, dass Sie als Obergrenze können Sie 6.000 € ansetzen. Davon 20% sind 1.200 €. Also 1.200 € ist die Obergrenze. Dass, wenn Sie was machen, dass Sie nicht sagen, okay, ich male in einem Jahr und mache Parkett in einem Jahr und mache draußen
den Handwerker, den Gärtner, der irgendwie meinen Garten mal kurz schneidet, sondern versuche es über 2, 3 Jahre zu verteilen, damit sie diese Obergrenze, 6.000 Euro Handwerkerleistung, nur die Arbeitsleistung, nicht überschreiten, sondern jedes Jahr so ein bisschen was machen, damit sie das ansetzen können. Wie gesagt, 1.200 Euro haben oder nicht haben, ist schon, ja, schon nicht schlecht. Und es ist ja auch recht weit umfassend eigentlich, was Unterstützung im Haushalt angeht. Du hast es ja auch gerade schon ein bisschen erwähnt. Ich kann mich immer noch an dieses Hundesitterurteil erinnern, was dann ja auch mal entschieden wurde, wie denn das ist, wenn man in Urlaub fährt und es kommt jemand ins eigene Haus, um den Hund zu versorgen. Ich weiß nicht, ob du dich da auch daran erinnern kannst, Stefan, das ging ja auch sehr durch die Presse. Das heißt, vielleicht auch lieber einmal mehr nachfragen beim Steuerberater, was denn da möglich ist, als einmal zu wenig. Denn die 20% auf den Arbeitslohn sind ja wirklich direkt auf die Steuer anrechenbar und damit wirklich attraktiv. Und es macht doch durchaus Sinn, dann bei Handwerkerleistung vielleicht doch nach einer Rechnung zu fragen und doch die zu überweisen, um dort den Steuervorteil dann entsprechend nutzen zu können. Ganz genau. In der Regel muss der Handwerker ja auch ausweisen auf der Rechnung, was sich ansetzen kann. Machen die oft nicht, weil sie keine Lust haben, ich habe keine Ahnung, so, nicht? Aber notfalls, wenn man eine Rechnung kriegt, wo das nicht ausgewiesen ist, manche Finanzämter stellen sich da so ein bisschen schwer, tun sich da ein bisschen schwer, dass man dann die Rechnung einfach nochmal zurück zum Handwerker schickt und sagt, hier, ich möchte, dass du das ausweist, was die Arbeitsleistung ist, damit ich das in der Steuererklärung ansetzen kann. Ja, Ausweis und Steuererklärung ansetzen. Ich würde ganz gerne mal zu dem Themengebiet der Spenden kommen, denn da häufen sich ja auch oft die Fragen, wenn ich denn jetzt spende, wie kann ich das in der Steuererklärung berücksichtigen und vor allen Dingen auch, welchen Beleg brauche ich denn dann, wenn ich eine Spende tätige? Ja, genau. Letztendlich ist es so, dass ich Spenden ansetzen kann, steuerlich ansetzen kann, ohne dass ich irgendwie was mache. Also, ohne dass ich eine Spende mache, werden in der Regel 36 Euro, wenn ich nicht verheiratet bin, 72, wenn ich verheiratet bin, angesetzt, automatisch. Also, wenn ich eine Spende habe, ich bin meistens verheiratet und spende irgendwohin 72 Euro, dann hat das gar keine Auswirkung, gar keine steuerliche Auswirkung, sondern ich muss da drüber kommen. Da habe ich dem Mandanten immer gesagt, ja, wenn er jetzt nicht so viel spenden wollte, dann spendet meinetwegen das Doppelte alle 2 Jahre, damit er über diesen Betrag rüberkommt. Also das wäre dann vielleicht die Sache, alle 2 Jahre das Doppelte spenden, damit man einfach darüber kommt. Wichtig ist, wenn ich eine Spende mache über 300 Euro, dann brauche ich eine Spendenbescheinigung fürs Finanzamt. Also über 300 Euro Spendenbescheinigung. Und ich selbst, was wir vorhin gesagt haben, sammle ja in so einer Klarsichtfolie meine Sachen, die ich gemacht habe. Ich lasse mir eigentlich immer eine Spendenbescheinigung geben, weil ich die dann meine Klarsichtfolie reintue, weil ich das einfach vergesse. Man vergisst im Laufe des Jahres, was man so gemacht hat. Und die Sache ist, dass man die Kontoauszüge dann am 1.1. anfängt und nochmal durchgeht bis zum 31.12. Das ist das, wo die Leute keine Lust zu haben. Das machen die nicht. Und dann weiß man auch wieder nicht, da hat man hier 127 Euro bezahlt. Wofür habe ich die nochmal bezahlt? Da steht irgendwie nichts Richtiges hinter. Weiß ich nicht, habe ich auch keine Lust zu klären. Das heißt, ich mache so, dass ich immer eine Spendenbescheinigung mir geben lasse, einfach da abheften, damit ich es nicht vergesse. Aber offiziell muss man es ab 300 Euro machen. Das ist ein guter Hinweis von dir, Stefan. Das ist bei mir ähnlich. Ich brauche auch den Beleg, um mich zu erinnern. Und wenn ich zum Beispiel eine Spende manuell tätige, also überweise, dann drucke ich mir immer gleich oder lege gleich den Überweisungsbeleg dann ab, separat. Denn beim Kontoauszüge durchgucken gebe ich dir recht. Da rutscht mal schnell was durch. Und so hat man es dann wirklich alles parat an einer Stelle. Ganz genau. Es gibt eine weitere Frage im Vorfeld. Es soll wohl neue Formulare für die Einkommenssteuererklärung 2023 geben. Stimmt das? Es gibt, die entwickeln sich immer diese Formulare und da gibt es immer weitere Posten oder Bereiche oder zusätzliche Formulare. In 23 ist es so, dass da vielleicht drei Bereiche zu beachten sind. Erstmal bei der Vermietung und Verpachtung, da gibt es jetzt so eine Anlage, da geht es um Ferienwohnungen. Das heißt, die wollen relativ viel Sachen von Ferienwohnungen wissen. Bei Ferienwohnungen hat das Finanzamt immer so eine kritische Grundhaltung, ob das wirklich nur privat ist oder ob er wirklich damit Geld verdienen will. Das ist so diese sogenannte Liebhaberei, was sie damit versuchen wollen, ein bisschen auszuschließen. Also wenn derjenige wirklich damit Geld verdienen will, Gewinn machen will, das ist die Sache, langfristigen Gewinn erzielen will, dann müssen die jetzt in der Anlage so ein bisschen gesonderte Informationen geben für diese Ferienwohnung. Das heißt, man muss sagen, wie viele Tage vermiete ich die Wohnung, wie ist ortsüblich die Vermietung, wie sind ortsüblich die Vermietungstage, vermiete ich das über eine Gesellschaft oder nicht. Das heißt, man muss ein paar mehr Angaben machen. Das ist
ein bisschen schwierig, teilweise diese Angaben zu bekommen, aber machbar. Und das muss man machen. Bei der Anlage N, also wenn ich angestellt bin, irgendwie muss ich die Anlage N für nicht selbstständige Tätigkeit ausfüllen. Da gibt es jetzt so einen Bereich für doppelte Haushaltsführung. Doppelte Haushaltsführung ist, ich wohne irgendwo, habe meinen Lebensmittelpunkt irgendwo, arbeite aber woanders und übernachte dann auch woanders. Wenn montags bis freitags dann woanders, habe da eine Wohnung, arbeite da und fahre wieder am Wochenende zurück zu meinem Lebensmittelpunkt. Doppelte Haushaltsführung. Ich habe zwei Haushalte. Und da muss ich jetzt auch gesondert nochmal mehr Angaben machen über diese gesonderte doppelte Haushaltsführung. Und das Dritte ist vielleicht, was man jetzt auch machen muss, ist bei der sogenannten Anlage SO, sonstige Einkünfte, heißt das einfach so lapidar, muss man jetzt in den Bereich virtuelle Währungen eingeben, ob man, wann man gekauft hat und wann man verkauft hat und ob man da Gewinn gemacht hat. Virtuelle Währung sind Bitcoins und solche Sachen. Da gab es letztes Jahr so ein Urteil, das hat gesagt, dass auch wenn ich einen Gewinn aus Bitcoins oder irgendwelchen Kryptowährungen, ist ein anderes Wort dafür, oder Ethereum oder sonst was, wenn ich da Gewinne gemacht habe, sind die auch steuerpflichtig. Da war immer erst die Frage, muss ich das versteuern oder nicht versteuern? Dieser Fall war ganz spannend. Da hat jemand ständig umgeschichtet, Bitcoins gekauft, Ethereum gekauft, dann wieder Ethereum verkauft, wieder Bitcoin gekauft und sowas hin und her. Und da ging es um Millionen. Und da ging es darum, ist er steuerpflichtig oder nicht steuerpflichtig? Und der hat gesagt, nee, das ist alles virtuell, das ist nicht steuerpflichtig, muss man nicht machen. Aber da hat der Bundesfinanzhof, war das jetzt, glaube ich, entschieden, das muss man doch machen und das muss man jetzt in der Steuererklärung ansetzen unter virtuelle Währung oder Token. So steht das da drin. Obwohl jede Währung ja eigentlich virtuell ist, aber die meinen damit Währung wohl, wo es keine Münzen gibt und sonst was. Das ist ein spannendes Thema irgendwie. Und Also was auch noch noch wichtig. neue weitere Formulare, die dazugekommen sind. So viel, also so viel, so einfacher wird es dann doch nicht. Nee, es Und wird so nie weniger einfacher. Bürokratie Genau, dann auch nicht, ganz im Bürokratieabbau, das wird Gegenteil. immer komplizierter, ja. Ja. Ja, und mehr Kontrollmöglichkeiten, ne? Was da natürlich dahinter steckt, ist, dass man so natürlich auch Meldungen machen muss, Angaben machen muss, was bei der Finanzverwaltung dann entsprechend gespeichert wird. Und dadurch wird man ja immer noch immer gläsernder und durchsichtiger und die können einfach besser kontrollieren von der Finanzverwaltung und dann auch schauen im nächsten Jahr, was ist denn daraus geworden, gerade so bei den Vermietungseinkünften auch. Und es ist ja irgendwie nochmal mehr Sicherheit für die Finanzbeamten dann und für uns, aber halt mehr Arbeit. Denken Sie also bitte an die neuen Formulare. Schauen Sie mal, was da in 23 neu aufgetaucht ist als Appell an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Du hattest gerade die Bitcoins erwähnt und die Kryptowährung. Da sind wir ja in dem Bereich der Kapitalerträge. Was gibt es denn da in der Steuererklärung zu beachten? Jetzt zusätzlich von dem neuen Formular. Genau, also bei den Kapitalerträgen jetzt, das sind Zinsen, gibt es ja jetzt wieder ein Glück. Wenn wir Zinseinkünfte haben oder Dividendeneinkünfte haben oder sonst was, dann ist es so, dass wir jetzt ab 2023 den Sparerfreibetrag haben von 1000 Euro. Vorher waren 801 Euro. Wenn man verheiratet ist, 2000 Euro. Früher waren es 1602 Euro, dass man einen höheren Steuerfreibetrag hat für Zinsen und Dividenden. Oft ist das so, dass die Leute einen Freistellungsauftrag bei der Bank gestellt haben. Der wurde auch automatisch angepasst von vorher 801 Euro auf 1000 Euro in der Regel. Also man kann jetzt mehr Zinseinkünfte, Dividendeneinkünfte steuerfrei ansetzen. Wie gesagt, Kryptowährung und sowas sind sonstige Einkünfte. Die fallen nicht unter diese 1000 Euro Kapitalertragssteuer, Sparerfreibetrag, sondern die fallen unter sonstige. Und da gibt es auch eine Freigrenze, aber kein Freibetrag. Bei Einkünften aus Kapitalvermögen habe ich einen Freibetrag. Das heißt, da werden immer 1000 Euro abgezogen. Bei den Kryptowährungen und sowas habe ich eine Freigrenze, die 600 Euro gewesen. Die ist jetzt erhöht worden ab 2024 auf 1000 Euro. Das heißt, wenn ich, meinetwegen, ich habe einen Bitcoin gekauft und dann habe ich ein bisschen später verkauft und 999 Euro Gewinn gemacht. Es geht immer nur um den Gewinn. Dann habe ich die Freigrenze 1000 Euro, der 999 Euro liegt unter 1000 Euro, das heißt, ich muss es nicht versteuern. Wenn der Gewinn 1001 Euro gewesen wäre, Freigrenze ist 1000 Euro bei Bitcoins, dann muss ich alles versteuern. Also Freigrenze ist so, dass wenn ich drüber bin, muss ich alles versteuern. Beim Freigrenze, wie gesagt, da muss ich alles versteuern. Beim Freibetrag, der wird einfach abgezogen, da muss ich nur die Spitze dann versteuern. So ein kleiner Unterschied, ja, bei den beiden. Ja, vielen Dank, Stefan.
was schon erwähnt, virtuelle Währungen, Kryptowährungen, das ist ja alles für viele Zuhörer wahrscheinlich auch kryptisch. Insgesamt, lass uns mal zu etwas kommen, was vielleicht ein bisschen fassbarer ist. Ich würde gerne mal zum Thema Ferienwohnung übergehen und mal Ja. fragen, ob die überhaupt sinnvoll ist. Da kommt es ja auch auf die Vermietungstag. Kannst du da was zu sagen insgesamt? Ja. Also, ich habe das Gefühl, dass die Mandanten immer mehr so Ferienwohnungen kaufen wollen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich auch rechnen kann. Ich habe das Gefühl, dass bei vielen Mandanten das so ist, die wollen eine Ferienwohnung kaufen, weil sie die später selbst benutzen wollen. Oder hauptsächlich auch dann sagen, im Sommer, dann fahre ich mal 3 Wochen hoch an die Ostsee oder an die Nordsee und nutze sie selbst. Das Problem ist, dass das Finanzamt gerade da Probleme hat. Die sagen, okay, wenn du eine Ferienwohnung hast, dann musst du es richtig wirtschaftlich nutzen. Das heißt, du bietest die an, dann gibst sie an so eine bestimmte Gesellschaft, die sich darum kümmern. Und hast in der Regel nicht die Möglichkeit, diese Wohnung dann selbst zu nutzen, wie du es willst, sondern vielleicht im November oder sowas. Das ist natürlich was, was die Leute nicht so richtig nett finden, weil im November wollen die nicht auf Sylt sein oder irgendwie in der Ostsee sein. Die wollen ja schon im Sommer sein, aber das geht in der Regel nicht. Das muss man wissen. Also wenn man das wirtschaftlich ordentlich macht, dass es wirtschaftlich vom Finanzamt anerkannt wird, muss man es an so eine Vermietungsgesellschaft in der Regel übergeben. Und dann hat man halt starke Einschränkungen für sich selbst, die man dann akzeptieren muss. Das heißt, ich kann es nicht selbst nutzen, wann ich will. Ich kann es vielleicht gar nicht nutzen. Das ist auch oft geregelt, dass in diesen Verträgen, die man dann schließt mit diesen Gesellschaften, drinsteht, dass ich es gar nicht nutzen darf, privat. Also das gibt es auch. Da muss ich mich richtig wie ein fremder Dritter anmelden oder mit einem fremden Namen oder sowas. Ja, Ja. Ferienwohnung ist nicht ganz so einfach. Da muss man schon sehr Nee. genau darauf achten, wenn man die steuerlich nutzen möchte. Sind ja auch in der Praxis, dass da immer wieder Schwierigkeiten entstehen, auch im Zusammenhang mit der Finanzverwaltung, gerade weil es halt nicht entsprechend vorher durchdacht wurde und darauf geachtet wurde. Was mir bei den Ferienwohnungen immer noch einfällt, ist das Stichwort Umsatzsteuer wegen kurzfristiger Vermietung. Stefan, magst du da noch mal kurz drauf eingehen? Ja, also Umsatzsteuer, genau, wenn ich, in der Regel ist es so, dass ich, wenn ich was vermiete, das steuerfrei ist in der Regel. Sobald eine kurzfristige Vermietung da ist, und das ist ja so, ich habe ja eine Ferienwohnung, die vermiete ich für 1 Woche oder für 2 Wochen oder für 10 Tage oder sowas, das ist kurzfristig. Und sobald auch was kurzfristig vermietet wird, also nicht die Wohnung, wo man dann schon immer drin gewohnt hat, sowas nicht, sondern wirklich was Kurzfristiges, dann ist es umsatzsteuerpflichtig. Man hat eine Grenze von 22.000 Euro, Kleinunternehmergrenze heißt die. Aber wenn man darüber liegt, über diesen 22.000 Euro, dann kann es sein, dass es umsatzsteuerpflichtig wird, die ganze Sache. Und das ist, ja, es kommt nicht so richtig oft vor. Ich hatte das eigentlich selten, dass diese 22.000 Euro dann geknackt haben irgendwie nicht, aber manchmal kommt es halt doch vor. Und dann ist halt umsatzsteuerpflichtig. Der Vorteil ist, wenn man irgendwie was umsatzsteuerpflichtiges hat, dass man, ich muss jetzt ein neues Bett kaufen, weil diese Wohnung meinetwegen, dann ich, das ist die Umsatzsteuer, die in dem Bettenkauf drin ist, muss man auf so eine Rechnung mal gucken, da sieht man immer Umsatzsteuer, die da draufsteht, oder Mehrwertsteuer, ein anderes Wort davon, dass man die vom Finanzamt dann auch wiederbekommen kann. Das ist dann der Vorteil. Aber wie gesagt, einfacher ist es, wenn man unter diesen 22.000 Euro Kleinunternehmergrenze bleibt. Wobei man da ja darauf achten muss, dass man da als Unternehmer insgesamt beurteilt wird. Und wenn ich jetzt Ja, aber, sage genau. ich mal, zum Beispiel Zahnarzt bin mit einem eigenen Praxislabor und da auch Umsatzsteuer vielleicht schon habe, dort schon umsatzsteuerpflichtig bin, und dann habe ich noch eine Ferienwohnung, die ich zwar im privaten Bereich vermiete kurzfristig, aber das wird ja dann umsatzsteuerlich zusammengerechnet. Das ist ja natürlich auch so eine Falle, wo manchmal nicht unbedingt dran gedacht wird. Ja, ganz genau. Man muss das Gesamtpaket sehen. Also bei Umsatzsteuer ist es so, wenn eine Person, meinetwegen, ich habe irgendwie was, dann wird geguckt, was habe ich insgesamt als umsatzsteuerpflichtige Umsätze und da muss ich unter diesen 22.000 Euro liegen. Das ist wichtig. Also in der Summe, es muss addiert werden und in der Summe muss sie unter den 22.000 Euro. Und dein Hinweis da mit den Zahnärzten zum Beispiel, die dann umsatzsteuerpflichtig werden, ja, das ist wirklich zu beachten. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Hast du recht, ja. Gilt das nur für Ferienwohnungen im Inland? Nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden. Nochmal. Gefragt, ob das nur für Ferienwohnungen im Inland gilt. Oder es sind ja viele, die vielleicht auch auf Mallorca oder vielleicht auch in Holland ihre Ferienwohnungen haben.
Gelten die Grundsätze, die du geschildert hast, genauso für unsere Ärzte und Zahnärzte, die in Deutschland leben, aber Ferienwohnungen im Ausland haben? Ja, also theoretisch geht ja das Welteinkommensprinzip. Das heißt, egal wo ich meine Einnahmen her generiere, muss ich alles in Deutschland versteuern. Jetzt ist die Frage, ob es da bestimmte Vereinbarungen gibt, dass vielleicht diese Einkünfte, die ich dann in Holland habe oder sowas, ob die in Holland versteuert werden. Da gibt es sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen, die das regeln. Aber erstmal muss ich das in Deutschland mit versteuern, auf jeden Fall. Und da wird diese Regeln, dass man eine Gewinnerzielungsabsicht haben muss und keine Liebhaberei ist immer dieses Wort, genauso berücksichtigt werden wie alles andere. In der Regel wollen die Mandanten, die Ferienwohnung haben, ja die Kosten geltend machen. Das ist ja immer die große Idee dahinter. Man will irgendwie was kaufen, auf Mallorca ein Haus, bezahlt da viel Geld für und will dann diese Kosten, die man hat, steuerlich geltend machen. Und da sagt das Finanzamt einfach, die Kosten kannst du nur geltend machen, wenn du deine Einnahmen auch steuerpflichtig erklärst. Und du musst in der Summe Gewinn haben. Du kannst nicht 10 Jahre nur Kosten haben und dann machst du irgendwie nichts mehr, sondern da muss auch irgendwann mal ein Gewinn rauskommen. Der Gewinn muss über die Totalperiode kommen. Die Totalperiode kann 30 Jahre sein, aber es muss einfach ein Gewinn erzielbar sein. Das ist das Wichtige, ja. Und dann ist es egal, wo es ist. Es gibt eine Frage bei uns im Chat, die ich ganz gerne aufgreifen möchte, von einer Teilnehmerin. Wenn man als Arzt IGEL-Leistungen hat, die mehr als 22.000 Euro im Jahr Umsätze sind, ob man dann umsatzsteuerpflichtig wird. Ja, da muss man jetzt sagen, IGEL-Leistung ist jetzt nicht gleich IGEL-Leistung. Da wird nämlich schon geschaut, was bei der Einschätzung ist. Ist eine ärztliche Leistung umsatzsteuerpflichtig? Ja oder nein, wird geschaut, ist es denn eine therapeutische Leistung? Und da den Ganz Hinweis genau. an Sie, wenn Sie vom Patienten Einnahmen erzielen aus zusätzlichen Leistungen, die Sie erbringen im Rahmen von IGEL-Prävention, wie auch immer, dort zu schauen, aus welchem Grund diese Leistung erbracht wird. Wenn die medizinisch indiziert ist, dann ist sie umsatzsteuerfrei. Und wenn es aber eher in Richtung Schönheit, Kosmetik geht, dann ist das umsatzsteuerpflichtig. Da bitte im Detail gucken, was sind das für Einnahmen, die Sie dort haben, und klären Sie es bitte mit dem Steuerberater, ob Sie dort auf die 22.000 Euro achten müssen. Ganz genau. Ja, verlassen wir mal die Vermietungseinkünfte und schauen vielleicht tatsächlich mal in die Gewinnermittlung von Ärzten und Zahnärzten, womit wir hier ja auch beim Thema sind. Denn der Gewinn aus der Praxis, den man erzielt, der fließt ja in die Einkommensteuererklärung ein, wenn man denn, sag ich mal, eine Einzelpraxis hat oder auch wenn man in einer BAG beteiligt ist, geht der Gewinnanteil in die private Einkommensteuererklärung und wird dann dort der Einkommensteuer unterworfen. Gibt es da einen gewissen Gestaltungsspielraum? Hast du irgendwie etwas in petto, worauf Ärzte und Zahnärzte oder auch andere Freiberufler achten sollten? Man kann natürlich immer so ein bisschen gestalten. Also in der Regel ist es ja so, dass die Ärzte, Zahnärzte als Gewinnermittlung die sogenannte 4-3-Gewinnermittlung oder Einnahmenüberschussrechnung haben. Das heißt, es geht immer darum, wann ich die Einnahme habe in dem Jahr, in dem Kalenderjahr, wo ich die Einnahme habe, muss ich sie versteuern. Wenn ich jetzt meinetwegen als Zahnarzt keine Rechnung geschrieben habe, dann muss ich es auch nicht in dem Jahr versteuern, wo ich die Leistung erbracht habe, sondern es geht darum, wann, auf Deutsch, wann die Kohle gekommen ist. Und da kann ich natürlich so ein bisschen was vor mich hinschieben und sagen, wenn ich jetzt viel Einnahmen hatte schon in einem Jahr und will jetzt keine weiteren Einnahmen haben, dass ich dann die Rechnung erst, was ich im Dezember schreibe und das Geld ja dann vielleicht erst im Januar bekomme. So habe ich es dann ein bisschen verschoben zwischen den einzelnen Kalenderjahren. Aber versteuern muss ich es auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch alternativlos. Also ich kann bloß versuchen, das so ein bisschen zwischen den Jahren hin und her zu switchen. Wir hatten eben im Vorgespräch schon gesagt, naja, also das kommende Wochenende soll ja jetzt ziemlich verregnet sein. Da könnte man sich jetzt mal um die Einkommensteuererklärung kümmern oder vielleicht Unterlagen zusammenstellen. Es wäre ja ein guter Zeitpunkt, da das Wochenende jetzt so kurz schon vor der Tür steht. Noch meine Frage an der Stelle: Was ist denn, wenn ich das jetzt doch nicht mache, wenn ich das jetzt doch nicht fristgerecht abgeben kann? Habe ich wahrscheinlich wieder mit Verspätungszuschlägen zu rechnen, oder? Ja, ganz genau, ganz genau. Also das Finanzamt ist da relativ streng. Es gibt, die geben Fristen, die geben bestimmten Termin auf und man muss es machen bis zu diesem Termin. Ich muss zahlen, die geben Termin auf, wann ich zahlen muss. Wenn ich es nicht mache, muss ich einen Säumniszuschlag bezahlen. Wenn Das ich die tut. Steuererklärung, muss ich einen bestimmten Termin, haben wir ja vorhin gesagt, am 2.9. oder am 2.6.25 abgeben. Wenn ich es nicht mache, muss ich Verspätungszuschlag bezahlen. Was früher war, was anders ist jetzt als früher, wenn ich eine Steuererklärung abgebe, wie gesagt, habe eine Frist, einen Termin, bis wann ich das machen muss, ich mache es nicht,
gebe sie später ab, die Erklärung, dann kriege ich jetzt automatisch einen Verspätungszuschlag. Wenn ich die Steuererklärung dann irgendwann abgegeben habe, kriege ich im Einkommensteuerbescheid, da steht dann oben Verspätungszuschlag drauf. Das kriege ich automatisch. In der Vergangenheit war das so, das hat so ein bisschen im Ermessen des Sachbearbeiters gelegen. Ja, wie ist der jetzt? Gibt er immer zu spät die Steuererklärung ab? Oder hat er, was weiß ich, die letzten 20 Jahre das immer gut gemacht und jetzt nur einmal? Und dann lag es im Ermessen und er hat das manchmal nicht gemacht oder manchmal doch gemacht. Und jetzt ist es automatisch. Jetzt muss automatisch dieser Verspätungszuschlag festgelegt werden. Der beträgt pro angefangenen Monat, in dem man zu spät abgegeben hat, 0,25% auf den festgesetzten Betrag. Mindestens 25 Euro pro Monat, pro angefangenen Monat. Also ich habe meinetwegen 10.000 Euro, die ich nachzahlen muss, habe die ein paar Monate oder 5 Monate zu spät abgegeben, dann würde ich 5 mal 0,25% der 10.000 Euro, die ich nachzahlen muss, bezahlen müssen als Verspätungszuschlag. Das ist schon ärgerlich. Das bringt einen nicht um, aber das ist ärgerlich. Das ist so eine Sache, wo man denkt, ach, warum auch immer. Kein Er kommt Spaß. dem auch nicht. Das darf man nicht vergessen. Also das Finanzamt vergisst es ja nicht. Also die werden dann so löchern, bis man diese Erklärung abgegeben hat. Darum, machen Sie es wirklich jetzt so, wie wir es ein paar Mal gesagt haben. Das Wetter wird schlecht am Wochenende. Setzen Sie sich einfach ran. In der Regel ist es so, was man einmal 5 Minuten angefangen hat, macht man auch zu Ende. Bloß dieser erste Schritt, einfach mal was anzufangen, das ist ja die größte Hürde. Aber wenn Sie es dann gemacht haben, machen Sie es einfach. Dann haben Sie das Ding fertig und Sie werden sehen, hinterher fühlt man sich richtig wohl, wenn man den ganzen Kram hinter sich hat. Kann man den Sommer genießen, der dann ja Kann irgendwann man den kommt. Sommer Genau, genießen, ja, richtig. genau. Ja. Und wie gesagt, wir haben ja ganz zu Anfang gesagt, oft kriegt man Geld wieder. Vielleicht ist es eine gute Investition. Setzen Sie 2 Stunden ran und kriegen, was weiß ich, 1.000 Euro wieder, um irgendwas zu sagen, wenn Sie Glück haben. Oder nicht nur, wenn Sie Glück haben, statistisch gesehen, kriegen Sie die wieder. Dann ist es ein Genau. guter Stundenlohn. Machen Sie es einfach. Und dann ist es pünktlich zum Urlaub da als zusätzliches Urlaubsgeld, was Ja, einen dann ja auch genau, ganz freut. genau, ja, genau. 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 Stefan, eine letzte Frage würde ich dir ganz gerne noch stellen. Wir haben jetzt viel über 2023 gesprochen, was es da für Formulare gibt, was wir in der Steuererklärung berücksichtigen müssen. Was ist denn mit dem Jahr 2024? Es wurde ja vor kurzem das Wachstumschancengesetz verabschiedet. Ja. Kannst du so einen Ausblick schon geben, was vielleicht in diesem Jahr anders ist, als es in 2023, gewesen ist, was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig wäre? Bei diesem Wachstumschancengesetz, das war ja ein Hype irgendwie. Da gab es in der Presse unheimlich viel. Wenn man jetzt guckt, was wirklich da abgeschlossen oder beschlossen worden ist, ich meine, es macht dieses Wort Wachstumschancengesetz ja gar kein, also das ist wirklich, also fehlt ja wirklich die Sprache, die Worte manchmal. Was wurde vereinbart? Was betrifft die Selbstständigen? Die Selbstständigen können jetzt zum Beispiel Geschenke an Personen, die nicht Mitarbeiter sind, also irgendwelche Vertreter oder sonst was, konnten sie in der Vergangenheit 35 Euro dem geben, können sie jetzt 50 Euro zur Verfügung stellen. Also statt 35 Euro 50 Euro. Es ist ja wirklich, also das ist, naja, braucht man gar nicht groß argumentieren. Eine zweite Sache ist, die vielleicht ein bisschen charmanter ist, dass eine sogenannte degressive Abschreibung angeführt worden ist für bestimmte bewegliche Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.03.24 gekauft werden, bis zum 31.12.24. Das heißt, da kann ich, degressive Abschreibung ist immer, ich kann die Anschaffungskosten, die ich habe, ja steuerlich nicht gleich geltend machen in der Regel, sondern ich muss die über ein paar Jahre verteilen und degressive Abschreibung ist dann die Möglichkeit, dass ich zu Anfang ein bisschen mehr steuerlich ansetzen kann in einem Jahr und dann wird es immer jedes Jahr ein bisschen weniger, statt immer den gleichen Betrag. Und da kann ich jetzt für bewegliche Wirtschaftsgüter ein bisschen was ansetzen, degressive Abschreibung, konnte ich im letzten Jahr nicht. Ganz früher konnte ich das mal. Es geht immer so hin und her, mal kann man das, mal kann man es nicht. Was zum Beispiel auch in diesem Wachstumschancengesetz geregelt worden ist, da sieht man mal wieder die Bedeutung. Elektrofahrzeuge. Bei Elektrofahrzeugen, wenn ich eine Praxis habe und ich nutze das Auto privat, muss ich das irgendwie steuerlich abbilden. In der Regel wird das über die sogenannte 1%-Regel abgebildet. Und bei Elektrofahrzeugen kann ich unter bestimmten Voraussetzungen, muss ich nicht 1% als fiktive Einnahme versteuern, sondern 0,25%. Das ist steuerlich schon super interessant. Aber es war in der Regel gedeckelt immer bei Elektrofahrzeugen, die durften maximal 60.000 Euro kosten. Und das haben die jetzt geändert, dass sie jetzt maximal 70.000 Euro kosten dürfen.
Ach, ich weiß auch nicht, ob das jetzt unsere wirtschaftliche Situation insgesamt weltweit oder deutschlandweit so sehr ändert. Ich glaube es jetzt nicht, aber es ist natürlich ein kleines Entgegenkommen. Also wenn Sie jetzt mit irgendeinem Tesla-Auto geliebäugelt haben, was Sie bis jetzt nicht durften, das kostet jetzt, was weiß ich, 68.000 Euro, dann können Sie das jetzt ab 24 machen. Wie gesagt, diese 25, also 0,25% für Elektrofahrzeuge, das ist schon super charmant als Vorteil, die man hat, also für Elektrofahrzeuge, die werden steuerlich schon ein bisschen begünstigt. Also das ist schon ganz charmant. Was kann man noch machen? Es gibt eine sogenannte Sonderabschreibung. Wenn ich bewegliche Wirtschaftsgüter habe, kann ich jetzt 40% Sonderabschreiben. Also außergewöhnlich auch noch abschreiben. Aber es geht bei diesen Abschreibungen eigentlich immer nur um die jährliche Verteilung. Das ist nie irgendwie was Zusätzliches, sondern das ist immer nur, ich kann zu Anfang ein bisschen mehr und dann kann ich halt ein bisschen weniger. Die Gesamtsumme, die ich verteilen kann, bleibt immer die gleiche. Das heißt, diese Abschreibungen sind irgendwie ein bisschen, sind charmant, sind nett, gar keine Frage, nicht? Aber es sind jetzt nicht die Burner, die richtigen Burner. Wie gesagt, das mit dem Auto, mit diesen 60.000 Euro alt und jetzt 70.000 Euro, das ist schon ganz schön. Ja, aber jetzt auch nicht so oft. Dass dieser Fall so oft vorkommt. Was vielleicht auch noch so eine Sache ist, die geregelt worden ist in diesem Wachstumschancengesetz, sind, wenn ich Wohnimmobilien baue. Da gibt es jetzt zwei Regelungen, muss man sich im Einzelnen mal dann angucken oder mit dem Steuerberater sprechen, die vielleicht so ein bisschen dafür sorgen, dass man da so ein bisschen Vorteile haben kann. Aber wie gesagt, das betrifft Immobilien, die man baut, die fremdvermietet werden. Da hat man schon so ein bisschen Vorteile. Das Dritte ist, wenn man Rentner wäre, man geht jetzt in Rente, da muss man immer ab dem Jahr, wo man in Rente geht, dann bis zu seinem Tode einen bestimmten Betrag von der Rente versteuern. In der Vergangenheit war es so, dass man, oder war die Regelung so, dass man 83%, wenn man 2024 in Rente geht, 83% versteuern muss. Jetzt ist es so, dass man 82,5% nur versteuern muss. Also die haben diesen steuerpflichtigen Teil, den haben die ein bisschen verlängert. Vorher war es so, dass man bis 2040 muss man 100% versteuern. Wenn man 2040 in Rente geht, muss man 100% versteuern. 2039 hätte man 99% versteuern müssen, dann 98%, wenn man ein Jahr vorher in Rente gegangen ist, so und so. Das haben die jetzt verlängert auf 2058 in diesem Gesetz. Ist aber eine Sache, die sowieso vom Bundesverfassungsgericht vorher schon festgelegt worden ist, dass da eine Regelung kommen muss. Und das ist jetzt enthalten halt in diesem Wachstumschancengesetz. Also die hätte es sowieso irgendwie gehen müssen, diese Regelung. Haben sie jetzt ins Wachstumschancengesetz reingepackt. Wie gesagt, insgesamt sind die ganzen einzelnen Regelungen nett, wie auch immer. Aber es ist jetzt nicht der richtige Burner dabei, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Janine? Ganz Hast du genauso, das? insbesondere das Thema degressive Abschreibung, das du ja auch genannt hast. Natürlich ist es nett, jetzt in den 9 Monaten bei Investitionen vielleicht darauf zu achten, dass man wirklich dann kauft, wenn das geht. Aber letztendlich mehr als 100% kann man über die Laufzeit sowieso nicht abschreiben. Es ist eine nette Spielerei, die man für sich nutzen kann, wenn man es denn möchte. Aber ja, echte Wachstumschancen sehe ich da jetzt auch nicht. Also Genau. von daher gebe ich dir da auch recht. Da wurde mal wieder mehr versprochen, als am Ende umgesetzt wird. Mal gucken, es ist ja jetzt das Jahressteuergesetz, das neue schon in Arbeit und in Planung. Da hatten wir uns ja heute Morgen auch schon zu unterhalten, Stefan. Wir werden dann Auge drauf haben und natürlich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch rechtzeitig informieren, wenn wir wissen, welche Richtung das geht, dass sie da entsprechend ihre Planung drauf ausrichten können. Genau. Die Erwartungen dürfen nicht zu hoch sein, weil wir wissen ja alle, es ist einfach kein Geld da. Der Staat braucht Geld. Und wenn er steuerlich jetzt irgendwie was macht, irgendwelche Vorteile gibt, dann fehlt ihm das Geld irgendwie, nicht? Also letztendlich darf man, glaube ich, nicht zu viel Erwartungen haben in dieses Steueränderungsgesetz 24 jetzt. Also richtig viel wird wohl auch da nicht passieren, meiner Meinung nach. Aber Ja, zumal ja wir, sag ich lassen mal, wir es unsere überraschen. Zuhörerinnen und Zuhörer auch aus dem Gesundheitswesen kommen und wir ja auch im Gesundheitswesen aktiv sind, da wissen wir auch, welche finanziellen Probleme da allein im Gesundheitswesen auch liegen. Und auch Ja. da werden ja Steuergelder immer wieder noch notwendig, dass sie dort hineinfließen, gerade in Richtung Pflegeversicherung, denke ich da jetzt. Und das wird die nächsten Monate ja doch sehr spannend, was da in verschiedensten Bereichen sowohl im Steuerrecht als auch gesundheitspolitisch passiert. Und wir haben für Sie ein Auge da drauf und gucken. Und ja. Begleiten Sie dort natürlich bestmöglichst. Ja.
Jetzt ist es auch 13:59 Uhr. Wir kommen zum Ende. Hier hat es bei mir eben schon heftigen Regenschauer gegeben, aber der ist jetzt wieder vorbei. Ich wünsche unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein tolles Wochenende und freue mich, wenn Sie bei unserem nächsten Termin mit dabei sind. Am 14.05. begrüßen wir mal wieder bei uns Herrn Dr. Uwe Schlegel. Der war schon länger nicht mehr bei uns zu Gast. Wir machen eine Sprechstunde Arbeitsrecht mit vielen aktuellen Urteilen und auch einigen witzigen Anekdoten, Katrin, ne? Ja, absolut. Die Sprechstunde Arbeitsrecht, sollten Sie vorab Fragen haben, können Sie uns die gerne schon vorab zuleiten. Die werden wir dann an Herrn Dr. Schlegel live in der Sendung geben. Ansonsten weiß ich schon, das darf ich schon ausplaudern. Wir haben schon ein buntes Programm zusammengestellt. Und ja, es wird ein ganz spannender Termin. Seien Sie gerne dabei. Auch von meiner Seite aus natürlich gutes Wochenende. Und Stefan, an dich herzlichen Dank. Gerne, danke auch. Tolles Wochenende wünsche ich allen. Tschüss. Ja, und wer am Montag noch ein bisschen Langeweile hat, schauen Sie gerne in unseren Podcast rein, hören Sie gerne hinein, denn da informieren wir Sie natürlich immer hochaktuell zu allem, was zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen passiert. Katrin, wir beide sind dann Montag um 6 Uhr wieder live zu hören. Nein, nicht live, aber wir sind zu hören. Hören Sie gerne rein und. Wir sind zu hören, wir haben spannende Themen vorbereitet. Du wirst was sagen zur steuerlichen Aufwendung für eine Zweitwohnung. Und ich werde mal der Frage nachgehen, ob der Anspruch eines Arbeitnehmers auf Krankengeld ruht, wenn die AU-Bescheinigung der Krankenkasse nicht vorliegt. Da gibt es ein aktuelles Urteil, da werden wir darüber berichten. Oh, klasse, ist ja auch für die Lohnabrechnung auch mit wichtig, ne? Genau, Krankmeldung das. ist ja auch immer so ein Thema. Genau. Ja, Dann ein ich schönes Wochenende an alle. das wünsche ich Ihnen auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.